Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag, spreche ich mit der Schlemmerdonner. Guten Tag. Hallo, guten Tag, mein Name ist Timo, ich vertrete die Firma Neoleventum. Darf ich mit Herrn Carsten sprechen? Brief Carsten. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder zwei verschiedene Telefonate am Apparat und eins davon mal keine Trading-Abzocke, sondern mal ein kleines bisschen länger mit der Firma, die uns die Coronis-Pillen verkauft. Dieses Mal keine Frau am Apparat, sondern ein netter Herr. Aber hört selbst, ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen beiden neuen Telefonaten. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag, spreche ich mit der Schlemmerdonner. Sigmund, hallo. Ich rufe, weil Sie haben sich bei uns heute für Handel im Finanzmarkt angemeldet. Es geht um Handel im Bereich Kryptowährungen, korrekt? Wir rufen Sie an, weil ein großer Anteil von unseren Kunden keine Erfahrung am Finanzmarkt haben. Oder mindestens nicht mit Kryptowährungen und wir möchten kurz erklären, wie das funktioniert. Ist das okay? Okay. Haben Sie schon Erfahrung mit Investitionen oder sind Sie neu dabei? Nee, da habe ich noch gar keine Ahnung. Okay, Sie haben sich mit der E-Mail hartmut.schimmeldonner@gmx.de angemeldet. Ist das die richtige E-Mail? Ja, das haben Sie richtig vorgelesen. Er meldet sich, weil so viele Leute am Finanzmarkt eigentlich keine Ahnung haben von seinen Kunden. Tja, dann sollte man sich eher die Frage stellen, was die Leute da zu suchen haben, wenn die keine Ahnung vom Finanzmarkt haben. Denn, tja, man hat da definitiv wirklich nichts zu suchen, wenn man da keine Ahnung von hat. Denn auch beim legalen Finanzmarkt ist man seine Kohle los, wenn man da keine Ahnung hat und nicht weiß, was man da genau tun soll. Der absolute Wahnsinn ist, dass die das für ganz normal empfinden und einfach da weiter in ihrem Programm machen. Oh Mann, also, dass diese Firma hier definitiv schon wieder absolut unseriös ist, hat er alleine damit bewiesen. Tja, und dass wir hier in so einem netten ausländischen Callcenter wieder gelandet sind, ist, glaube ich, auch wieder auszuhören. Tja, im Hintergrund hört man auch wieder andere Leute, es ist einfach nur unfassbar. Tja, grundsätzlich sind Callcenter natürlich nichts Schlechtes. Es gibt ja auch Kundenservice. Aber das hier hat nichts mit Kundenservice zu tun, sondern ist lediglich einfach nur Betrug. Also Sie sind der Sigmund, aber die E-Mail ist Hartmut, okay? Genau. Okay. Ja, wie Sie wahrscheinlich gesehen haben, es geht um Handel im Bereich Kryptowährungen. Das ist eine flexible Investition. Es ist Was nicht wie ein heißt Aktiendepot. Flexible Investition bedeutet, es ist nicht wie ein Aktiendepot, wo Sie für 1, 2, 3, 5 oder 10 Jahre abwarten müssen, bis Sie Ihre Investition auflösen können. Beim Kryptowährungenhandel generell können Sie jederzeit Ihre Investition erhöhen und dann teilweise oder komplett Ihre Investition auflösen, wenn Sie einen passenden Gewinn haben. Ja? Und sagen Sie mal, theoretisch, rein theoretisches Beispiel, Sie haben eine Kryptowährung, wo der Preispunkt zum Beispiel auf 1 Euro ist. Theoretisch, falls der Preispunkt 2 Euro erreicht, Sie können, falls der Gewinn Ihnen gefehlt, Sie müssen nicht die ganze Sache auflösen, Sie können 10% oder 20% oder 5% von der Investition schließen, auszahlen und da weiter handeln, falls Sie denken, dass diese Kryptowährung wieder noch nach oben geht. Sehr wichtig natürlich, Sie haben unsere Kundenunterstützung, falls Sie die brauchen, ja, per Telefon, per E-Mail, per Chat, je nach Team. Manche Kunden möchten mehr über den Markt erfahren, Schritt für Schritt diskutieren, was wie und warum auf dem Markt passiert. Andere Kunden möchten sich eher gar nicht mit dem technischen Teil beschäftigen und die möchten nur die Rendite überprüfen. Ihre Entscheidung, wie sie vorgehen, ja. Sie können daran Interesse zeigen, aber es ist nicht unbedingt, ja. Die Minimuminvestition, mit denen Sie starten können, ist 250 Euro. Haben Sie wahrscheinlich gesehen, oder? Nee. Ja, Sie können mit jedem gewünschten Betrag handeln. Das ist Ihre Entscheidung. Laut meiner Erfahrung mit Kunden, die meisten Fragen in Bezug auf den Kryptowährungen von sich selbst kommen erst, nachdem sie investiert haben, nachdem einige Wochen vorbei sind.
Sie haben wahrscheinlich zum Beispiel etwas darüber gelesen und Sie möchten etwas fragen. Generell, am Anfang haben Sie irgendwelche Fragen, irgendetwas generell, das komplett unklar ist, wie das funktioniert, oder? Na, ja, was muss man denn da machen? Also Sie öffnen Ihr Handelskonto, also es ist geöffnet, es ist momentan ein Demokonto ohne Investition. Nachdem Sie Ihr Konto aktivieren mit 250 Euro oder mehr, wird der Handel gestartet. Ja. Und dann, wie gesagt, Sie können sich ab und zu einloggen und überprüfen, was mit Ihrem jetzigen Kapital passiert. Nur als Hinweis, bei Kryptowährungen Handel, manchmal kann es sein, dass man ein bisschen mehr Geduld haben muss, ja, bevor sich das entwickelt, ja, für einen richtig guten Gewinn. Ein paar Wochen, manchmal einen Monat, je nachdem, ja. Denken Sie, dass Sie das ausprobieren möchten, austesten möchten? Was heißt denn ausprobieren? Mit der Minimuminvestition. Sie können ohne Investition am Finanzmarkt nicht handeln. Ach so. Aber ich dachte, ich habe da ein Depotkonto, dann kann man doch da erstmal, oder nicht? Also Sie können auf dem Demokonto ja mit Spielgeld handeln, aber ohne Unterstützung. Und mit Spielgeld bekommen Sie eine falsche Vorstellung für den Markt. Weil auch wenn Sie probieren zu handeln, also im Hintergrund, im Kopf, also man weiß, dass das nicht echtes Geld ist. Und ja, also aber im Endeffekt, Sie können... Wenn Sie Demo handeln, das bedeutet Sie, Demo ist Test, nicht mit Echtgeld. Genau. Sein Spiel. Und das nennt man dann Test. Genau. Dann teste ich doch nicht für 250 Euro, wenn ich es mit Spielgeld testen kann. Aber mit Demo bekommen Sie keine Unterstützung und Sie müssen alles selbst machen. Tja, also eine seriöse Firma würde jetzt hier vielleicht erstmal ein Demokonto vielleicht auch vorschlagen, wenn man keine Ahnung vom Tradingmarkt hat und überhaupt nicht weiß, wie das Ganze da funktioniert und wie man mit dem Geld da umgeht. Ja, denn hier kann man vielleicht erstmal verstehen und lernen, wie das Ganze eben funktioniert. Tja, aber dass man da sowieso grundsätzlich nur ein Demokonto bekommt, das hat er natürlich vergessen zu erwähnen. Richtig, denn das Demokonto ist das Einzige, was ihr da bekommt. Die Kohle, die ist schon lange weg. Die Summe, die ihr einzahlt, die packt man einfach auf das Demokonto künstlich drauf, damit ihr denkt, ihr habt jetzt ja eine Balance auf eurem Konto. Dabei ist das Ganze nichts anderes als einfach nur ein Demokonto, wo man euch nur vereiert und verschaukelt und so tut, als würdet ihr am Tradingmarkt handeln. Ja, wenn Sie keine aktive Investition haben, erwarten Sie, dass wir Ihnen Unterstützung geben, wenn wir aktive Kunden haben. Ja, macht meine normale Bank ja auch. Die erzählt mir ja und zeigt mir vorher auch erstmal offline, wie das alles funktioniert, bevor ich das mache. Ich kann Ihnen die Webseite zeigen, aber aktive Unterstützung bekommen Sie mit Spielgeld nicht. Das passiert mit keiner Brokerplattform. Kann ich Ihnen schon direkt sagen. Na, macht meine Bank das dann so? Die hilft ja, die macht das ja. Mit Spielgeld. Und Ihr Bank macht das. Man auch einen Mitarbeiter, den man fragen kann. Sie haben mir jetzt doch gesagt, dass Sie keine Erfahrung am Finanzmarkt haben. Da habe ich ja auch nicht. Muss ich ja auch nicht. Dann haben Sie schon. Wenn nee. Sie mit der Bank gehandelt haben. Nee, ich habe ja nicht gehandelt. Sie kriegen keine aktive Unterstützung, wenn Sie ohne Geld handeln. Sie können sich gerne auf unserer Seite einloggen und schauen, wie das alles aussieht. Sie können ein Demokonto öffnen und, falls Sie möchten, selbst handeln. Aber damit Sie Geld verdienen und Unterstützung bekommen, es gibt eine Minimuminvestition. Und ich glaube, dass 250 Euro im Vergleich zu den meisten Möglichkeiten beim Banken, besonders beim Aktienhandel zum Beispiel, ist mehrmals kleiner. So, sind Sie daran interessiert, Ihr Handelskonto zu aktivieren? Oder? Lange jetzt testen, aber das kostet ja kein Geld. Das ist ja mal erstmal eine kostenlose Kostenprobe. Sind Sie daran interessiert, Ihr Handelskonto zu aktivieren? Ja oder nein? Antworten Sie nicht auf meine Frage, oder? Sie können ohne Geld keine aktive Kundenunterstützung bekommen. Ja, das hatte ich schon gesagt, das habe ich auch verstanden. Aber Sie sagten ja, dass es da so ein Testkonto gibt. Das möchte ich dann haben.
Ja, Testkonto mit der Minimuminvestition. Falls es Ihnen nicht gefällt, können Sie jederzeit auszahlen. Nee, das kann ja dann, wenn es funktioniert, funktioniert es ja nicht. Ich habe es ja ausgedacht. Deswegen möchte ich ja erstmal ein Testkonto. Sind Sie bereit, Ihr Konto zu aktivieren mit 240 Euro? Ja oder nein? Ja, sobald der Test abgeschlossen ist, ja. Sie bekommen keine Unterstützung ohne Investition. Verstehen Sie das oder nicht? Ja, das hat verstanden. Das haben Sie ja mehr geholt. Okay. Werden Sie Ihr Konto mit 250 Euro aktivieren oder nein? Sag ich doch gerade. Ich nur noch ein wenig Spucke, den Bocken, wo ich senden muss, damit ich das damit ausprobieren kann. Na, auf unserer Hauptseite. Sie haben schon die Information, ja, wenn Sie sich angemeldet haben. Und Sie können uns Bescheid geben, wenn Sie mit Ihrer Test-Demo bereit sind. Und dann können wie wir weiter. Ja, und da hat er dann einfach aufgelegt, auch wenn er mich nicht vernünftig verstanden hat. Ja, keine Ahnung, was jetzt hier mit dem Audiofile genau los war. Also es muss irgendwo eine Verbindungsstörung gewesen sein in meiner Telefonanlage. Ich weiß es leider nicht. Aber so hat er es dann definitiv aber auch gehört. Also er hat mich nicht verstanden. Und dann hat er halt einfach das Gespräch beendet und sich nicht mal höflich verabschiedet. Tja, weil er wahrscheinlich einfach schon gemerkt hat, hier gibt's wohl kein Geld für ihn. Denn der Kunde, der besteht ja irgendwie auf ein Testkonto und will ein Demokonto ohne echtes Geld. Ja, aber so gehört sich's ja eigentlich auch. Und vernünftiger Kundenservice würde jetzt hier vielleicht doch einmal helfen. Ja, das wollen sie aber nicht. Tja, da kommen sie dann auf jeden Fall mit der Ausrede wieder, dann machst du das alleine auf der Webseite. Aha, und wozu ruft er denn jetzt hier genau an? Richtig, nur weil er Geld haben will. Alles andere spielt da keine Rolle. Es ist immer wieder das Gleiche, wenn die Betrüger anrufen. Einfach nur wahnsinnig traurig. Tja, und das Ganze, das scheint ja leider trotzdem zu funktionieren. Sonst würden diese Betrüger hier nicht in dieser Masse anrufen. Also muss ja irgendjemand dort sein Geld in diese Firma versenken. Denn umsonst sitzen die ja da alle nicht. Ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht und in dem Telefonat geht's um die netten, ja, Cochonis-Pillen, die wir hier schon hatten. Erektron aktiv. Die Pillen selbst sind frei verkäuflich und legal in Deutschland zu erwerben. Das Fragwürdige an dieser Firma ist allerdings, wie man sich dort anmeldet. Man meldet sich einfach bei einer Plattform an, also bei deren Werbewebseite, ja, und denkt, man bestellt das Ganze da online. Nur man klickt sich da durch, trägt seine ganzen Daten ein und auf einmal klingelt das Telefon. Da hat man dann plötzlich einen netten Mitarbeiter an der Leitung. Zwischendurch hatten wir hier eigentlich schon Gespräche mit vielen, vielen Frauen, mit russischem Akzent oder polnischem Akzent, weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier mal einen Typ am Telefon, der die gleichen Pillen verkauft, aber letztendlich das gleiche tut wie alle anderen. Einfach sein Skript da vorlesen und durchziehen. Und euch Pillen verkaufen, wo ihr keine Informationen über die Inhaltsstoffe habt. Das Beste, was die Pillen machen könnten, wäre also, theoretisch gesehen, nichts. Da seid ihr dann noch auf der richtigen guten Seite. Man weiß es aber nicht, wenn man diese Pillen schluckt. Denn, naja, das Zeug, was man da einwirft, ist ziemlich fragwürdig. Wie gesagt, die Inhaltsstoffe sind hier nicht wirklich bekannt. Und auch schon alleine der Werdegang, wie man dort bestellt. Man will eigentlich online bestellen und auf einmal habe ich jemanden am Telefon, der mir die Schwanzpillen verkaufen will. Für meine Erektionsstörungen. Tja, und dann kriege ich da noch einen tollen Text vorgelesen, was das alles kann. Also ich find's schon ziemlich komisch, weil eigentlich ist es ja auch eine Kaltakquise, weil ich wusste ja nicht so richtig, dass der mich jetzt einer anruft. Ich habe ja gedacht, ich bestelle das Ganze online. Nur dann habe ich jemanden im Telefon und das ist ziemlich fragwürdig. Naja, hört selbst. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, mein Name ist Timo, ich vertrete die Firma Neolaventum. Darf ich mit Herrn Carsten sprechen? Brief Carsten. Bin ich richtig? Also das ist ja jetzt hier auch tatsächlich mal eine Betrugsmasche, die wahrscheinlich aus Deutschland ausgeführt wird. Ja, und da haben wir denn jemanden am Telefon, wahrscheinlich aus Deutschland, der den Herrn Briefkasten sprechen möchte. Und das dann auch noch für sinnvoll befindet. Aha. Sind Sie Herr Kasten? Ja. Herr Kasten, Verzeihung für die Störung. Es geht darum, heute... Sie haben unsere Webseite besucht und Sie haben eine Anfrage für Erektron aktiv hinterlassen. Mhm. Stimmt das? Für die Schniedelpillen, ja. Okay, gut. Dann, damit ich Sie besser beraten kann, würde ich Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen. Aha. Anschließend erkläre ich die Wirkung dieses Mittels.
Haben Sie vielleicht jetzt ein paar Minuten Zeit? Ja. Okay, gut. Dann sagen Sie bitte, wie alt sind Sie? 28. Okay. Und wissen Sie, was ist Ihr aktuelles Gewicht? Wie viel wiegen Sie im Moment? Keine Ahnung. Batterie von der Waage ist alle. Ja, ungefähr mehr als 70 oder 80 Kilo. Nö, das kommt schon hin. Okay. Und was erwarten Sie von Eretron? Welches Ergebnis erwarten Ja, ein gutes Ergebnis. Schönes, steifes Lümmelchen, so wie es da stand. Sie? Okay, ich habe es verstanden. Ja. Okay. Und noch eine Frage. Können Sie kurz beschreiben, also ich meine, wie ist Ihre Lebensweise? Sind Sie mehr aktiver Mensch oder ruhig? Ich meine, Nee, haben. das Hauptsache Party, Saufen, jede Menge Drogen. Ich werfe mir gerne Pillen ein. Sind Sie seriös? Ja, und Sie? Ich auch. Na, sehen Sie. Okay. Okay. Na gut, dann wahrscheinlich, Sie haben bestimmt schon alles durchgelesen, oder? Nö, aber das mache ich ja bei Heroin und so auch nicht. Ist ja auch keine Packungsbeilage dabei. Nein, ich meine, Sie haben unsere Webseite besucht und ich nehme an, Sie haben vorher auch eine kurze Info gelesen. Was ist es überhaupt, ein Eretron? Ja, ich habe da gesehen, da sind Pillen, da kannst du schön den Lümmelsteif mitmachen und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn du da so ein bisschen auf Peppen bist und so, dann braucht man ja sowieso was, damit das alles so locker klappt, da kannst du die Pille noch hinterher schmeißen. Ja, also nur nochmal für alle die Gespräche hier vielleicht noch nicht so lange kennen. Das ganze Gespräch ist natürlich, also von meiner Seite aus fake. Logisch, ne? Aber hier scheint ja definitiv auch wieder das Geld im Vordergrund zu stehen. Okay. Na gut, dann ist es schon bestimmt gelesen. Es geht um ein sehr wirksames Mittel. Es ist ein Naturmittel. Und wichtig ist, es soll Marihuana ist hochge. auch ein Naturmittel. Ja, natürlich, natürlich. Aber es geht darum, dass dieses Mittel verbessert den Blutzustrom. Also das erweitert die Gefäße und am Endeffekt, es bringt eine dauerhafte Erektion. Natürlich, dafür braucht man schon eine Zeit. Wie Wie lange lange schon? denn? Die erste Wirkung stellt sich nach 5 bis circa 12 Tagen. Es ist schon von Körpertyp unterschiedlich. Deswegen habe ich ihn Ach du gefragt. Scheiße. Das dauert ja lange. Ja, es ist viel besser als Viagra, Und weil wie lange Viagra hält hat das denn? monatslang. Okay, das ist gut. Also wichtig ist, dass Sie schon bestimmte Zeit annehmen, wenn Sie Geschlechtsverkehr planen, dann 20 oder 30 Minuten vor dem Geschlechtsverkehr. Ach so, ja. Das Ja. kann man ja dann bei der Party, weiß man ja dann. Sonst es besteht kein Gefahr. Übrigens, falls wenn Sie auch andere Mittel einnehmen, ich meine Medikamente, dann herstellen fällt besser, also zwischen der Einnahme sollte mindestens eine Stunde liegen. Also nicht gleichzeitig, sondern ein bisschen warten. Ach so, also kann ich nicht eine Nase voll nehmen und gleichzeitig noch eine Pille reinschmeißen. Ja, natürlich, aber besser, wenn Sie zum Beispiel eine oder 2 Stunden abwarten. Das wäre besser. Also nicht, dass ich jetzt hier nur von strafbaren Handlungen rede. Der Typ, der beratet mich ja trotzdem auch noch weiter und erzählt mir, das kann man ja dann trotzdem alles machen. Und hallo? Also geht's noch? Der berät mich einfach weiter. Also der tut so, als wäre das jetzt hier alles vernünftig und nicht irgendwie fragwürdig, was ich da eigentlich gerade von mir gebe. Nee, der hält das für total in Ordnung und macht weiter in seinem Programm und verkauft mir einfach weiter seine Pillen. Also, dass das ja keine vernünftige Firma sein kann. Ich glaube, das erklärt sich von ganz alleine schon wieder. Da brauche ich gar nicht ausschweifen, auch wenn ich es gerne immer tue. Aber hier ist doch absolut wieder ersichtlich, worum es hier geht. Einfach nur die Pillen verkaufen. Aber um euch geht's hier in keinster Weise. Hauptsache, man hat irgendwie ein Geschäft gemacht und seine Tabletten da verkauft, egal wie das dann vielleicht auch auf eventuelle chemische andere Drogen nachher wirkt. Und da berät er einfach weiter. Vielleicht eine Stunde bisschen Platz lassen und dann noch was anderes hinterher schmeißen. Also, ich weiß es auch nicht. Also, absolut fragwürdig. Also hier spielen die ja nicht nur mit eurer Kohle, sondern auch noch mit eurer Gesundheit. Aber das kriegt man ja hinten. Okay. Und Sie haben bestimmt auch die Preise gesehen, oder?
Nee. Das, also eine Packung kostet 49 Euro. Ach, das geht. Und eine Packung enthält insgesamt 30 Kapseln. Also Herstellempfeld und wichtig ist, 3 Kapseln täglich einzunehmen. Bei dem Gewicht von mehr als 80 Kilo, 70 Kilo Herstellempfeld, 4 Kapseln am Tag einzunehmen. Das wäre auch ein großer Vorteil. Ich meine, wenn Sie Dosierung erhöhen, dann Ergebnisse erreichen Sie ein bisschen schneller und effektiver. Ja. Aber bitte nicht eine oder zwei Kapseln, weil sonst das geht viel zu wenig. Und ich meine, die Konzentration wird dann viel zu wenig sein. Mehr ist immer gut. Und wenn Sie möchten, zum Beispiel für dauerhafte Erektion, dann kann ich Ihnen vorschlagen, aufgrund dessen, dass eine Packung reicht sowieso für 10 Tage, wenn Sie 3 Kapseln täglich nehmen, kann ich Ihnen vorschlagen, für bessere Ergebnisse zum Beispiel 2 Packungen. Dann zahlen Sie keinen vollen Preis, Ergebnisse erreichen Sie viel schneller und effektiver und im Endeffekt ist, dann bleibt dann dauerhaft. Ja, wie viele Packungen kann man denn nehmen? Sorry? Wie viele Packungen kann man denn da nehmen? Eine Packung kostet 49 Euro und 2 Packungen kostet 88 Euro inklusive Lieferungskosten. Ich meine, für die Lieferung zahlen Sie keinen Cent. Und 10 Packungen? 10 Packungen, wenn Sie 10 Packungen bestellen für große Party, dann dann Gesamtpreis, das wäre dann 220 Euro. Sie zahlen dann dementsprechend. Das ist ja ein Schnapper. Bezahlen Party, ich will mit der Kreditkarte. Möchten Sie 10 Packungen kaufen? Ja. Okay. Lieferung dauert 3 bis 5 Arbeitstage. Heute ist Donnerstag, 14. Wenn ich jetzt die Bestellung abschließe, dann es kommt nur nächste Woche, wahrscheinlich am 18. oder am 19. Juli. Passt es für Sie? Ja. Okay. Ja, dann brauche ich noch Lieferadresse. Sagen Sie bitte Postleitzahl. Das ist die 12055. 12955. Ne, 055. 12055. Also sorry, 12055 Berlin, okay. Straße bitte. Ist die Braunschweiger Straße 77. Braunschweiger Straße 47, okay. So. Steht der Name auf dem Briefkasten drauf? Ja. Das brauche ich nur für die Postbote. Bestellung ist, meine Paket ist diskret, es steht nur Ihr Name und Vorname ohne Information, was drin ist. Dafür müssen Sie keine Sorge machen. Das ist mir egal. Das wissen die Nachbarn sowieso, was bei uns immer los ist. Die Bullen sind ja ständig da. Okay. Gut, dann wir haben auch verschiedene Möglichkeiten. Wie können Sie bezahlen? Ich meine, Sie können entweder per Nachnamen bezahlen, gleich bei der Lieferung, sobald Sie die Ware bekommen, dann zahlen Sie Bargeld für den Postbote. Oder, wenn Sie möchten, Sie können auch per Vorauskasse bezahlen. Es geht per IBAN, Visa, Mastercard. Ja, am besten PayPal. Ist die Bargeldmethode da mit dem, lass hier, nee, wie war das, Nachname. Okay. Okay, gut, dann jetzt gleich, sobald die Bestellung wird verschickt, natürlich sollte dann auch eine SMS mit Bestätigung. Und eine Info. Beschreibung ist dabei, sowie alle unsere Kontaktdaten und sicherheitshalber, wenn ich sehe, dass Sie die Ware bekommen, würde ich mich nochmal melden und wenn Sie möchten, wir können dann alles nochmal besprechen. Okay? In Ordnung. Okay. Gut, Herr Kassen, dann ich wünsche Ihnen guten Erfolg. Bleiben Sie gesund. Und danke. Ich bedanke mich. Danke. Danke. Tschüss. Tja. Der freut sich jetzt erstmal, dass er das Geschäft seines Lebens gemacht hat mit einer Retourpackung, weil das ist natürlich nirgendwo angekommen, was wir hier bestellt haben, ist ja logisch. Und mal davon abgesehen, dass meine Seite der Geschichte hier komplett ausgedacht war, mit dem ganzen Drogensumpf und so, ne? Aber ich habe hier einfach mal bildlich gesprochen und auch aufgezeigt, dass denen gar nicht interessiert, was da so los ist. Die versuchen eigentlich, einen seriös zu beraten, spielen dann aber bei so einem unseriösen Scheiß einfach noch komplett mit und finden das Ganze dann irgendwie dem Anschein nach ja auch noch in Ordnung und lustig. Er hat ja auch die ganze Zeit auch noch darüber gelacht. Ich verstehe es nicht. Es ist einfach nur absolut fragwürdig, wie die am Telefon verkaufen.
Bei Pillen, wo keiner genau weiß, was drin ist und ob die wirklich funktionieren. Und ich bezweifle es, denn von solchen Pillen gibt's ja jede Menge Hersteller und ich glaube, da hat der ein oder andere schon genug drüber gehört, dass man da definitiv die Finger von lassen sollte, wenn man solche Pillenangebote bekommt. Aber Wahnsinn, dass der das ja auch noch mit dem ganzen Drogengeschichten noch lustig fand und trotzdem einfach weiter beraten hat und da auch vielleicht gar keine Bedenken sieht mit seinen Tabletten, die man da noch oben drauf schmeißt. Also, dass da Menschen vielleicht auch jetzt hätten sterben können, interessiert irgendwie gar keinen, habe ich das Gefühl. Ich finde es absolut fragwürdig und wahnsinnig. Schon alleine die Verkaufsmethode, die sie da machen, die ist ja schon mehr als unterirdisch. Aber das, was denn da jetzt so im gesamten Gespräch eigentlich noch zum Vorschein gekommen ist, macht die ganze Sache noch viel, viel schlimmer. Ich finde es einfach nur verwerflich. Und solche Leute, tja, versuchen, Kohle von uns zu bekommen. Für Tabletten, die höchstwahrscheinlich gar keine Wirkung haben, also im besten Fall. Im schlechtesten Fall machen sie euch vielleicht sogar noch irgendwie krank. Denn, tja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also ich weiß nur, dass ich das absolut fragwürdig und gruselig finde, was das hier für ein Gespräch war. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr über den, gerade jetzt auch implizit oder explizit auf den letzten Anruf hier bezogen, was ihr von dem denkt, mit den Pillen. Spammt da ruhig gerne mal ein bisschen was unten rein. Tja, absolut wahnsinnig. Hasst mich nicht für meine Worte. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.